und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lupio. Da musste ich kurz nochmal meinen Huster unterbrechen. Hätte mich fast unterbrochen, so rum. Wir sind gerade auf der... Wir haben den ersten Boss besiegt und wir probieren gerade neue Sachen aus. Und ich sehe auch gerade, ich mache gerade wieder Fehler, weil meine Schlange, die ich hier machen wollte, eins zu weit ist. Das ist nicht so gut. Noch eins und dann hier rüber. Das war jetzt das Neue. So, und jetzt kommt die riesige Strecke an Zeug, was wir da... Eine Vergessenskarte, schön. Damit kann ich endlich das zweite Dorf setzen. Und hier wollte ich auch setzen. Als würde mir das was bringen, aber... Ja, wird wohl das. Aha. Bleibt gleich schlecht. So, jetzt ist die Frage, wo kommt der Wald hin? Natürlich, wenn es geht, dahin. Oh, das geht auch. Also, die müssen ja alle hier eine Seele haben. Das haben sie auch. ...3,8. Dafür ist Angriffstempo erhöht. Ich mach das. Ich weiß, das könnte ein Fehler sein, aber... ...4,4. Dafür ein neuer... Auf jeden Fall. Wo kommt's jetzt hin? Hierhin würde ich's tun. Oh, und ich habe einen Fluss übersehen. Da muss ich aber mal kurz auf den Wald abwarten, weil ich sehe hier gerade nicht. Das habe ich vermutet. Okay, ich habe hier leider nicht den größten Platz. Aber... Müssen wir mal gucken. Okay, nein, nein, nein. So ist dein nächster Angriff zweimal Schaden. Dann ist gegen versucht, dein nächster Angriff zu. Wir machen mal das. Warum habe ich den genommen? Ah, da hat jemand wahrscheinlich durchgeschlagen. So, das hätte da nicht sein müssen. Da hätte ich ein bisschen mehr rausholen können, hätte ich das hier lang gelegt. So, ich werde den jetzt nicht zickzack legen, sondern werde hier links weitergehen und werde dann hier versuchen, mich durchzuschlängeln. Schon, das ist ein kleines Problem geben könnte. Mit oh.
mit meiner Planung hier. Ich glaube, das ist eine Überlegung wert, das müssen wir mal gucken. Guck mal, da ist das Löschen auf jeden Fall, das muss nämlich jetzt hier weg. Auf jeden Fall das. Was ist das? So, da ist jetzt die Frage. Stopp. Eins runter. Ich nehme das trotzdem. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir hier mit um? 6,55 ist das da auch höher. Aber wie gehen wir mit dem ganzen Kram hier um? Das muss ich tun. Also da habe ich 3 Skelette wieder nur, aber ich muss das machen. Sumpf kommt hier lang. Eine Hexe würde ich hier hinsetzen. Wow, das ist ein Trade-off, den ich machen kann. Und jetzt brauche ich dieses. Ja, so ist das, glaube ich, ganz gut. Okay, gucken wir mal, ob wir das überleben können. Vielleicht überleben wir das auch nicht. Aber meine Skelette sind so stark, wie es gehen konnte. Oh, ich hab's überlebt. Oh, das war aber knapp. Level 8er Ring ist nicht so gut. Ein Hain. Durch hier weiterführen. Die Kiste wird hier weitergeführt. So, das war's jetzt erstmal hier vom Fluss. Was ist das denn? Schilf. Bringt alle 3 einen Fischmenschen hervor. Okay, das ist mir auch neu. Ja, ich glaube, ich setze die auf jeden Fall mal hier voll, weil ist ja alles besser als. Oh, noch ein Heim. Ja, alles besser als einfach wegzuschmeißen. So würde ich das jetzt angehen. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals einen Fischmenschen gesehen hatte. Vielleicht ist es einer der. Einer der Gegnertypen, die ich noch nicht auf der Kette hatte. Schlechter, auf jeden Fall besser. 3 schlechter, okay. Ja, das ist das. So, noch ein Plus. Nee, das auf jeden Fall nicht. Jetzt muss ich selbst mal überlegen, wo habe ich hier noch Lücken? Da kann ich noch hinsetzen, das passt. Nope. Also der geht wirklich durch den Konter durch. Und nicht nur der. Es gibt ganz schön gute Gegner, die das öfters machen. Fehlkommandant ist schlecht.
Das sieht doch ganz gut aus. Ein bisschen weiter mit dem Sumpf. Da sind die Fischmenschen. Auch cool. Da gucken wir mal. Besseres Amulett. Nicht besseres. Oh, ein weiterer Helm. Oh. Das war knapp. Was machen wir, wenn das passiert? Ich glaube, das tausche ich mal aus. Ein bisschen weniger Schaden, dafür Regeneration ist vielleicht gar nicht so der schlechte Way. Oh, ich könnte mal auch vorausplanen, fällt mir gerade mal so ein. So, wie sieht das denn aus? Ab hier kann ich auf jeden Fall wieder Wald setzen. Ja, das war natürlich jetzt wieder unklug. Da hätte ich direkt ans Höher gehen sollen. Ah. Egal, dann ist es jetzt so. Wieder nur eine Seite. Das da. Okay, damit ist alles voll auf diesem Bereich hier. Wo kann ich denn noch hinsetzen? Ja. So. Das heißt hier hoch. Hier lang, zack. Ja, hier hoch. Dich. Meeresbewohner, so weit von ihren Heimatgewässern entfernt, ist das euer Eroberungszug an Land? Ich verstehe dich nicht, und da ich mich nicht an diese Sprache erinnere, obwohl ich sie höre, habe ich sie nicht beherrscht. Doch wenn du mich verstehst, hilf mir oder geh mir aus dem Weg. Also kann ich mir vorbei, oder? Nicht? Was soll ich machen? Ich möchte keinen Konflikt provozieren. Wunderbar, die Ungewissheit hat mich fast umgebracht. Wo sind die überhaupt hergekommen? Das Meer ist unheimlich weit weg und es existiert nicht mal mehr. Ohne sie wäre die neue Welt besser dran gewesen. Aber die Entscheidung, wer existieren darf und wer nicht, steht mir nicht zu, denke ich. Ich versuche, die ganze Welt zu retten und nicht nur die Teile, die mir gefallen. So. Das kann ich nicht mehr setzen. Das kann ich hier in der Tat noch setzen. Jo, weiter geht's. Ich weiß gar nicht, sterbe ich eigentlich die ganze Zeit? Ist das so ein Ding? Also ich scheine irgendwie die ganze Zeit Schaden zu bekommen. Hätte nach jedem Verfehlen auf zwei Drittel mit derselben Fähigkeiten.
Ja, zu auf Konterangriff richtig, wenn der. Ich weiß noch nicht so ganz, warum ich hier so langsam sterbe. Das heißt aber auch, dass da jetzt mein Ende angekommen ist. Zack, zack, zack. Das heißt hier lang. 1, 2. So. Also das mit dem Fluss hätte ich auf jeden Fall besser machen können. Das ist ganz klar. Okay, wie wäre es mit diesem Banditenlager weg? Da habe ich da auch weniger Kopfschmerzen. So, dann kommt das hier hin. Ich wundere mich. Oh. Bin ich dumm? Ich hab mein Dings unten weggebaut. Ich habe mich schon in der Zeit gewundert, warum ich keine AP mehr dazu bekomme. Okay, ich glaube, diese Runde ist verloren. Wenigstens habe ich den Gegenstand verloren. Aber. Noch ein Fluss. Und das. Dann geht das hier lang. Ich kann auch wirklich nicht mehr rechnen. Also ist langsam wird es auch wirklich peinlich. Egal. Ja, muss ich jetzt durchziehen. Es ist doch schlimm. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht gebacken. Den blöden Fluss richtig zu ziehen. Hätte alles so besser laufen können. So extrem viel besser. Aber. So. Auferstehen? Was ist das für ein Button? Oh. Also ich kann einmal auferstehen. Und wir nehmen alles mal mit. So, und vielleicht, wir können das nochmal updaten. Hängt die neue Ziehscheibe auf, spannt die Sehnen noch stärker. Hast du etwa kleine Schultern? Los, leg dich ins Zeug. Wie du siehst, sind wir mitten bei der Ausbildung. Deine Investition wird nicht vergeudet. Alter, wie oft kann ich die denn noch updaten? Macht ihr auch so stärker angriffsreicher um ein weiteres Feld. So, Expedition, Verbesserung. Verbesserung, Tipps, also.
Das ist alles ganz okay hier. Das hat alles super. Die Gruft sollte ich nicht löschen. Dann ist das auch gut. Und die Vampire, keine Ahnung, sind jetzt nicht so übel nützlich. Aber es klappt irgendwie. Ah, vielleicht lassen wir das so. Ich überlege gerade eine zweite Runde zu beginnen. Wie sieht's denn hiermit aus? Ich brauche Lebenkugeln. Ich habe doch unheimlich viel Holz. Da kann ich doch mit Alchemie richtig viel reißen. Aufspalten. Wir gehen mal wieder auf 20 Holz runter. Das ist der Vorteil an Kapitel 4. Du bist nicht begrenzt, wenn es um Holz geht. So, aber die Frage ist, ob wir nicht erstmal unserem Friedhof die Ehre erweisen. Oh, da wollen wir Stein. Ja. Puh. Das ist aber dann mit der Kaserne hier das Letzte, was ich so... Na komm, wir machen das jetzt nochmal. 12 Lebenkugeln. Drei, drei, vier, fünf, sechs. Sieben. Metall belassen wir mal dabei. Ach. Was für ein großartiges Gebäude. Der Ausblick ist beispiellos. Der Aufstieg so leicht wie gehabt. Und die Schießscharten scheinen die Schüsse perfekt zu führen. Ich klinge, als würde ich versuchen, mich mir den Turm selbst zu verkaufen. Es ist so lange her, dass ich mich auf eine wirkliche militärische Anlage befunden habe. Vielen Dank. Okay, Level 6 ist das Maximum. Ja, Expedition war gut gelaufen. Würde sagen, wir machen genau das gleiche nochmal. Das ist ein cooler Anfang mit dem System. Uppala. Und diesmal machen wir einfach mal. Wird hier schon nicht stören. Guck mal an, der Fluss beginnt schon direkt. So, das heißt, wir lassen ihn auch hier direkt beginnen. Die Überlegung ist natürlich jetzt, ich muss auf das zweite Stück Holz warten, aber, Wald warten. Aber die Überlegung ist natürlich jetzt nochmal zu gucken. Da ist das zweite Stück Wald. So, kann ich hier runter? Dann würde ich das alles setzen. Dann würde ich hier noch eine Schicht setzen, dann würde ich hier hochgehen wieder. Hier runter ist vielleicht keine schlechte Idee. Da habe ich hier und hier alles voll. Wir machen das mal mit dem Runter. Warum auch nicht? Besser. Besser. So. So. Oh, und vielen Dank fürs Zugucken übrigens. Ich hoffe, die Runde läuft besser als die letzte, obwohl die sehr gut gelaufen ist für mich. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder Lupio spiele. Bis dahin. Tschüss.